Hey Leute, zurzeit findet das Steam Festival, das Demo Festival statt. Da werden kommende Spiele vorgestellt. Ich habe mir einige Demos runtergeladen und auch ausprobiert. Letztendlich habe ich mich aber nur für ein, zwei Spiele entschieden, die ich euch vielleicht etwas näher zeigen möchte. Und eins davon ist der Mad Smartphone Tycoon. Und ich möchte ausdrücklich betonen, dass das nichts mit Mad Games Tycoon 2 zu tun hat. Und zwar gar nichts. Das ist eine völlig andere Firma, die sich hier dreisterweise am Namen bedient. Weiß nicht, ob das sein muss. Ich finde das ein bisschen uncool. Aber davon abgesehen, ich habe das eben gerade erst rausgefunden, ist das Spiel vielleicht auch nicht so schlecht, wenn auch nicht wirklich mit dem Mad Games Tycoon vergleichbar. Wir gucken jetzt einfach mal rein. Wichtig ist, dass ihr euch Upgrades kaufen könnt. Das heißt, ihr verdient Punkte im Spiel und könnt euch dann im Hauptmenü Upgrades dafür kaufen, wodurch ihr verschiedene Boni in einem neuen Spiel habt. Und die Mitarbeiter im Spiel, die könnt ihr mitnehmen. Ich starte jetzt ein neues Spiel. Das hier ist schon beendet. Und deswegen vergebe ich auch einen neuen Firmennamen. Und dann eröffne ich ein neues Unternehmen und dann erkläre ich euch das alles mal nach und nach. Also ich habe hier schon eine Menge Boni, weil das Tolle ist, ihr könnt auch eure Mitarbeiter mitnehmen. Ihr seht, die sind schon relativ fähig und effizient. Und das liegt daran, dass ich die immer wieder mitgenommen habe in neue Spiele. Und ich habe jetzt hier zum Start am 1.3.2013 2000 Fans schon, ohne überhaupt irgendwas entwickelt zu haben. 9 Millionen Euro, Dollar, Geld, was weiß ich. Und das sind alles Vorteile, die ich mir erkauft habe, die ich mir verdient habe sozusagen. Und wir starten jetzt ein neues Spiel und können diese drei Mitarbeiter auch ins nächste Spiel mitnehmen. Und außerdem dauert die Demo hier maximal bis 2015. Wenn wir dieses Datum erreicht haben, ist die Demo beendet. Und deswegen habe ich auch so oft schon neu angefangen. Immer wieder von vorne, habe meine Mitarbeiter verbessert, habe mir Upgrades gekauft. Und ja, jetzt gucken wir mal, was bei diesem Spiel hier rauskommt. Theoretisch kann man sich hier Büros mieten. Wir haben eine riesen Stadt, so weit bin ich aber noch gar nicht gekommen. Ich habe mich jetzt immer auf meine Smartphones und auf mein Einkommen konzentriert und ich erkläre euch mal, wie ich das bisher gemacht habe. Und zwar nach dem Intro. Viel Spaß mit diesem neuen Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir starten also am 1.3.2013. Wir sind eine Smartphone-Firma. Wir haben Ziele. Und zwar sollen wir hier dekorieren. Weiß nicht, ob ich das schaffe im Verlauf des Spiels. Wir werden sehen. Wir beginnen jetzt erstmal das klassische Spiel, so wie ich es bisher auch immer begonnen habe. Wir klicken auf Entwicklung beginnen. Und anschließend müssen wir erstmal Hardware erforschen. Und da gibt es verschiedene Bereiche, also Prozessor, RAM, Speicher, Lautsprecher, Vibrationsmodul und so weiter und so fort. Wir haben natürlich einen Blick auf unseren Kontostand. Und was ich jetzt standardmäßig immer gemacht habe, das ist die relativ günstigen Dinge erforschen, nämlich einen verbesserten RAM. Aufgrund meines Kontostandes entscheide ich mich direkt für den mittelklassigen RAM. Dann geht es weiter zum Speicher. Auch da muss man sich wieder überlegen, was möchte man. Mittelhochwertig. Ich schöpfe jetzt mal aus den vollen. Im Bereich Lautsprecher nehmen wir die Semi-Dual-Lautsprecher, Vibrationsmodul nehmen wir auch gerade mit, Ladeanschluss, SD-Karte, das kostet fast nichts, das nehmen wir mit, Batterie, 5000 mAh. Auch das nehmen wir mit. Ladegeschwindigkeit. Basisband. Entsperrungsmethode, das lasse ich mal offen. Touchscreen lasse ich auch mal offen. Externer Bildschirm.
gehärtetes Glas, Tastatur, Unterstützung, wasserdichtes Niveau, lass dich offen, Frontkamera, Rückkamera lasse ich offen und Kopfhöreranschluss. So, das Ganze wird jetzt erforscht. Was mich interessiert, ist eigentlich, denke ich, erstmal hauptsächlich der neue Lautsprecher. Das heißt, wir erforschen jetzt die ersten drei Erforschungen und dann bauen wir ein Handy. Und dazu müssen wir die mit der Zeit fortfahren sozusagen. Also, wir haben einen neuen RAM. Wir haben generell eine neue Speicherkapazität und jetzt kriegen wir noch einen neuen Lautsprecher dazu. Und wenn der fertig ist, dann entwickeln wir unser erstes Handy. Ein neues Vibrationsmodul. Aber das alles, was ich jetzt weiterentwickle, baue ich ins nächste Handy rein sozusagen. Ich baue jetzt erstmal ein Senioren-Handy. Gibt hier verschiedene Möglichkeiten an Handy-Typen. Gibt Flaggschiff-Handys, Geschäftshandys, Gaming-Handys, Medien-Handys, Kamera-Handys, schöne Telefone, robuste Handys und Senioren-Handys. Und das ist sozusagen das erste, was ich jetzt mal ausprobieren werde. Wir können uns für einen Slogan zum Handy entscheiden, müssen den Handy-Typ einstellen und dann kommen wir als nächstes zur Hardware. Da wähle ich jetzt alles aus, was ich gerade eben erforscht habe. Bei Senioren-Handys ist ein guter Lautsprecher besonders wichtig. So, also mehr gibt es noch nicht zum Auswählen. Touchscreen, externer Bildschirm und so weiter. Das ist alles nicht möglich im Moment, muss erst erforscht werden. Dann haben wir hier rechts ein Referenzhandy. So sollte ein aktuelles Handy aussehen. Komplett schwarz, also darauf stehen die Kunden sozusagen. Relativ breit. Und ich finde, das ist auch viel weniger hoch wie meins. Also gut, wir stellen mal die Form ein. Wir können die Breite beeinflussen. Wir können zum Beispiel sagen 1,25 und dann machen wir es noch etwas gedrungener, etwas kleiner, also weniger hoch sozusagen, 0,90. Position des Bildschirmes lasse ich mal so. Rundung des Randes etc. Ich lasse alles mal so. Die Tastatur wäre vielleicht noch ganz schick gewesen für ein Seniorenhandy, aber jetzt gibt es keine Tastatur. Das ist mein Logo. Ich baue das jetzt. Das Logo mache ich weg. Und dann stelle ich auch noch die Farbe ein. Da kann ich die Rückseite einstellen. Kann hier neue Farben zur Palette hinzufügen. Die Rückseite, den mittleren Rahmen, das heißt das, was ihr außenrum seht, die Lautstärke-Tasten, ich glaube, das lasse ich mal so, Lautstärke-Tasten und Ein- und Ausschalter. Ich glaube auch nicht, dass das hier im Beispiel schwarz ist. Wenn euer Handy so ähnlich aussieht wie dieses hier, dann gibt es da zusätzliche Boni für. Ja, und ich glaube, wir produzieren das so mal. Wir entwickeln das mal so, indem wir hier auf Entwicklung beginnen klicken. Das kostet natürlich auch wieder Geld. Und dann fahren wir fort mit der Zeit und können hier oben beobachten, wie das Handy jetzt entwickelt wird von unseren Mitarbeitern. Zwischendurch kommen wieder diverse Forschungsmeldungen rein.
So, das Handy ist jetzt gleich fertig. Ich bin recht zufrieden mit den Ergebnissen. Wir schauen mal wieder auf den Kontostand zwischendurch. Und jetzt, wenn das Handy fertig entwickelt ist, haben wir die Möglichkeit, eine Pressekonferenz einzuberufen, um das neue Produkt ausführlich vorzustellen. Oder wir können es direkt freigeben und sozusagen von den Medien bewerten lassen. Wir entscheiden uns für die erste Option, das sorgt für etwas mehr Aufmerksamkeit. Hier wird jetzt das neue Handy präsentiert, das neue Seniorenhandy. Wir haben direkt 703 neue Follower bekommen und jetzt kommen die Bewertungen. Der Presse, und damit bin ich durchaus zufrieden. Wir haben eine gewöhnliche Ästhetik. Wir haben ja insgesamt eine gute Bewertung von irgendeiner Webseite und unsere digitale Technologie wird auch gut bewertet. Wir starten mit dem Verkauf und verkaufen am ersten Tag 142 Einheiten, glaube ich, und so geht das weiter. Mit dem Ergebnis bin ich, wie gesagt, recht zufrieden. Das dürfte ein relativ erfolgreiches erstes Handy geworden sein. Und wir warten jetzt, bis hier die Forschung beendet wird. Und derweil wird unser erstes Smartphone verkauft. Wir sehen hier auch Verkaufspreis und Produktionskosten. Also das rechnet sich halbwegs. Wir müssen regelmäßig Büromiete und Gehälter zahlen. Und gleichzeitig natürlich regelmäßig Handys verkaufen, um hier einen positiven Cashflow irgendwie, sagt man so, ich glaube schon, zu erzeugen. Ich bin durchaus zufrieden mit dem ersten Handy und jetzt bauen wir als nächstes ein robustes Handy. Jetzt wurden Büromiete und Gehälter bezahlt. Und solange sich das alte Handy gut verkauft, brauchen wir uns eigentlich auch keine Sorgen zu machen. Wir starten mit der Produktion des neuen Handys, sobald die alte Hardware erforscht wurde. Und das ist jetzt der Fall. Die Verkäufe sind immer noch recht stabil. Es gibt jetzt ein neues beliebtes Aussehen, was bei der Entwicklung eines neuen Handys berücksichtigt werden kann. Und irgendwann werden die Verkäufe hier eingestellt, wenn das Handy einfach nicht mehr läuft. Und deswegen fange ich jetzt auch langsam damit an, ein neues Gerät zu entwerfen. Jo, ein neues Handy muss also her. Wir beginnen mit der Entwicklung. Es hat sich vieles getan. Prozessor bleibt erstmal der gleiche. Semi-Dual-Lautsprecher. Wir haben ein neues Vibrationsmodul. Wir haben SD-Kartenunterstützung, einen neuen Akku, ein neues Basisband für die Telefonübertragung. Die Entsperrenmethode bleibt die gleiche. Wir unterstützen Kopfhörer, Tastaturen theoretisch auch, aber nur wieder bei Seniorenhandys oder so. Also in dem Fall lasse ich das nochmal weg. Dann haben wir uns für kein wasserdichtes Niveau entschieden. Gehärtetes Glas aber gerne, deswegen robustes Handy und neue Kamera. Und dann geht es jetzt zum Thema Form. Ich denke, wir machen das Handy wieder gemäß der Vorgabe etwas schmaler. Wir können auch unser eigenes Gerät animieren, sodass sich das dreht. Etwas schmaler von der Breite her. Ich würde es trotzdem mal bei 1,5 lassen wollen und dann machen wir es auch wieder etwas höher. Ja, wir machen sogar 1. Dann ändern wir die Farben, um trendy zu bleiben. Vorne bleibt es schwarz, hinten wird es ja sozusagen. Ne, hinten wird es auch schwarz. Das ist gar keine Frage. Es bleibt schwarz. Die Seite wird irgendwie so silbrig oder so.
eher ins Weiße gehend, hätte ich gesagt. Wir können sogar Texturen einstellen. Mittlerer Rahmen, Textur, solide Farbe. Na, es könnte schon noch heller sein. Nehmen wir das mal noch mit rein. Das ist fast weiß. Dann vielleicht etwas weniger glänzend. Ich glaube, ich lasse es so. Die Tasten an der Seite und oben, die würde ich noch auf schwarz abändern. Und dann probiere ich es einfach mal so. Mit einem robusten Handy und einem neuen Slogan. Let's go. Das dauert wieder eine Weile. Wir können hier oben den Fortschritt des zweiten Handys beobachten, während das erste weiterverkauft wird. Vorausgesetzt, wir schalten die Zeit wieder an. Ihr seht, hier werden Forschungspunkte verdient und die können wir eben wieder im Hauptmenü ausgeben. Das ist das, was ich vorher erklärt habe. Das erste Handy wird jetzt aus dem Verkauf genommen. Es hat immerhin ein bisschen Gewinn gemacht. Auf die Rangliste hat es leider nicht geschafft. Steigen aber die Kenntnisse im Bereich Seniorenhandy. Und das neue Gerät ist ja auch bald fertig. Da gefallen mir die Softwarewerte sehr gut. Ich hoffe allerdings, dass wir auch in den anderen Bereichen noch mindestens über 10 kommen. Naja, knapp. Also das neue Gerät ist vor allem softwaremäßig sehr stark, ein robustes Handy und auch dafür werden wir wieder eine Pressekonferenz einberufen. Orkan 2, perfektes Gefühl. Auch hier starten wir den Verkauf, 87 Einheiten direkt am Anfang. Ich glaube auch, dass das ganz gut laufen wird. Ich bin jetzt schon halbwegs zufrieden. Wir müssen aber neue Hardware erforschen, wenn wir uns weiterhin verbessern wollen. Und da würde ich jetzt mal einen neuen Chip erforschen. Wobei, ich möchte euch nicht langweilen hier mit diesem Game. Ich fand es, wie gesagt, ganz witzig. Im Endeffekt weiß ich auch noch nicht, was ich davon halten soll mit diesem Namensklau. Es ist auch nicht wirklich vergleichbar. Mir fallen da andere Spiele ein, mit denen es vergleichbar ist. Batterie, Ladegeschwindigkeit, Entsperrenmethode, neuer Touchscreen. Ich glaube, das ist noch relativ bezahlbar. Und dann bleibt auch gar nicht mehr viel Geld übrig. Und wie gesagt, ich möchte euch nicht langweilen. Ich wollte euch mal nur ganz grundsätzlich dieses Spiel vorstellen. Es läuft aber ganz gut. Ich bin hier im positiven Bereich. Ich verdiene Geld. Auch das neue Handy ist relativ erfolgreich. Vielleicht kann ich da anschließen, vielleicht mache ich hier noch weiter. Das weiß ich noch nicht so genau. Auf jeden Fall bin ich raus an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar. Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Glocke drücken nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video mache. Und das ist das Ende. Wenn man Konkurs geht, kann man sich eben die 3 Mitarbeiter mitnehmen in das nächste Spiel. Wenn wir jetzt ein neues Spiel starten, dann sind die 3 Mitarbeiter wieder am Start mit ihren Erfahrungspunkten. Ganz interessante Geschichte. Hat schon was das Spiel. Ansonsten muss man wohl mal abwarten, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten weiterentwickelt. Ich glaube, im dritten Quartal 2024 soll das erscheinen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
und tschüss.